So, YouTube-Aufnahme läuft wieder, bevor wir hier auch den Anfang wieder mit rausschneiden. Wäre ja nicht das erste Mal, dass das passiert. So. Nahe dem Weltuntergang. Hagel von Meteoriten. Die Welt zerstört von Feuersbrünsten, Erdbeben und Tsunamis. Nur 10% haben überlebt. Staubwolken verhüllen die Sonne. Die Welt ist in Dunkelheit gefallen. Was wird werden? Niemand kennt die Antwort. Und doch das Leben geht weiter. Kapitel 1: Zerfall der Welt. Also, wir haben hier ein schönes postapokalyptisches Szenario. Ist denn hier niemand? Sind etwa alle tot? Alle? Ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Bilder hier ja zusammenhängen. Stellt euch einfach das Ganze hier übereinander gelegt vor. Moment, ich kann das hier mal kurz so machen. Da ist jetzt zwar gerade der andere Hintergrund wieder drin, aber Moment. Sieht ungefähr so dann aus, wenn ich das jetzt vorstellen könnt. Soll ich das jetzt mal kurzzeitig so lassen, bis die Dialoge aufhören? Oder reicht es euch, wenn ich's mit den getrennten Fenstern mache? Sagt ihr das jetzt einfach mal? Ich kann es getrennt machen, okay. Ja gut, dann machen wir das jetzt wieder so. Das Funkgerät. Richtig, wenn ich eine Nachricht sende, hört mich jemand? Hier ist die Militärschule von Laurentia. Huahuahuahua. Pass auf, Kleiner. Jetzt sind wir hier. Essen, Waffen, holt euch, was ihr kriegen könnt. Nehmt auf nichts und niemanden Rücksicht. Was zum... Bei dieser Übermacht bleibt mir nur, meine Haut zu retten und zu fliehen. Ich muss cool bleiben. Was habe ich gelernt? In dem Lehrbuch der Militärschule stand, dass man sich erstmal ein Bild der Lage verschaffen soll. Ja. Kann man hier machen, Karte raus und ranzoomen. Okay, ich gehe erstmal dahin. Was mache ich jetzt? Mehr können wir hier erstmal nicht machen. Problem ist nur, dass der Späher uns hier einholen wird. Wie ist die Lage, Lin? Einer unserer Soldaten wird von Plünderern angegriffen. Sollen wir ihm helfen? Natürlich, rasch. Verstanden. Wer seid? Wir reden später. Geh nach hinten, um den Gegner kümmern wir uns. In Ordnung. Was wollt ihr denn hier? Kommt uns bloß nicht in die Quere. Wie könnt ihr nur die Schwachen plündern? Habt ihr keinen Funken Ehrgefühl? Ihr seid doch auch Soldaten. Ehrgefühl? Schwachsinn. Du scherzt. Wozu Ehrgefühl in einer Welt wie dieser? Wir sind keine Soldaten mehr. Wir tun und lassen, was wir wollen. Wir nehmen uns, was uns gefällt. Ihr seid das Letzte. Du wagst es. Ihr macht euch aus Stehlen und Plündern einen Spaß. Ihr kennt weder als Soldaten noch als Mensch ein Ehrgefühl. Schwätzt du nur, Dummkopf. Lin, rücke vor und erledige den Feind. Verstanden. Der Angriff auf den Feind kann beginnen. So, jetzt haben wir mal ein paar anständige Einheiten, vor allem, wir haben einen Panzer. Moment mal, ich glaube, den greifen wir tatsächlich lieber von oben an. Ein Speer kann eh nicht viel gegen den Panzer machen. So. Das ist keine Spielerei, hier geht es um die Wurst.
Alle Einheiten sind verschieden. Schau dir ihre Eigenschaften an. Ja, wir haben hier mehr oder weniger ein bisschen Tutorial-Gedöns. So, unser Späher hier hat jetzt eine römische 1 dran. Heißt das, der hat eine Einheit gekillt und ist deswegen eine Stufe quasi aufgestiegen. Der macht jetzt 5% mehr Schaden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt mal nicht übel, dass ich das Tutorial hier nicht mehr so richtig vorlese. Die meisten Sachen von dem Spiel erklären sich sowieso schon fast von selber. Super, da kann der Spaß beginnen. Wir kämpfen, bis einer vom Platz gefegt ist. Alles ist erlaubt. Oh ja, das sagst du, wenn dir nur noch ein kleines Bike übrig ist. Verdammter Mist, wir sind zu wenige. Rückzug! Was heißt hier zu wenige? Ich habe euch alle vernichtet. So. Bist du in Ordnung? Ja, vielen Dank. Ich heiße Ed. Ich war in der lautenantiarischen Militärschule. Sion, du warst dort Schüler? Ja, diese Schule wurde vollständig zerstört. Dabei kamen auch alle Lehrer und Freunde um. Ich wurde in der Speisekammer lebendig gegraben und konnte mich erst nach Tagen befreien. Aber da draußen waren nichts als Trümmer und Leichen. Ich dachte schon, es hätte überhaupt niemand überlebt. Verstehe. Bewunderswert, wie du es als Einziger geschafft hast zu überleben. Ich habe einfach nur... Ich heiße O'Brien und führe die 12. unabhängige Truppe von Laurentia. Und das hier ist... Lynn, stellvertretende Kommandeurin. Wir ziehen herum und schauen, wo wir helfen können. Wenn du nicht weißt, wohin, kannst du gerne mit uns kommen. Ja, das nehme ich gerne an. Was hast du? Alles okay? Um ehrlich zu sein, ich habe schon seit geraumer Zeit nichts mehr gegessen. Ach, das ist es. Wir haben zwar nicht viel, aber für dich reicht es allemal noch. Es ist aber nichts Besonderes. Kommissbrot in Dosen, kennst du? So, erste Mission abgeschlossen. Geht's direkt auf zur zweiten. Kapitel 2, ein Leben. Ed, du kannst schon rausgehen, aber entferne dich nicht zu weit von uns. Jawohl, Kommandeur. Du scheinst ja wieder ganz fit zu sein. Ja, dank Ihnen und den anderen. Aber übertreib es nicht. Draußen ist es immer noch gefährlich. Was ist? Die Welt hat sich wirklich komplett verändert. Dieser graue Himmel, diese fortwährende Dunkelheit. Auch der Boden, überall grau. Das liegt an dieser Asche. Als der Meteoritenhagel aufgeschlagen ist, entstand die Asche und hängt seitdem in der Luft. Seit diesem Tag haben es die Sonnenstrahlen nicht mehr bis zum Erdboden geschafft. Ich frage mich, wann der Himmel wieder so wie früher sein wird. Ein paar Jahre wird es schon dauern, vielleicht sogar noch länger. Ein paar Jahre? Mach nicht so ein Gesicht. Solange die Menschen ihre Hoffnung nicht verlieren, haben sie die Kraft zu leben. Solange wir nicht aufgeben... Genau. Die Welt wurde zerstört, aber ich verzweifle nicht. Irgendwann kehrt wieder Friede ein, alles wird gut. Daran glaube ich und deshalb auch meine Rettungsaktion. Solange du nicht aufgibst, gibt es immer noch Hoffnung. Das ist wichtig, merk dir das gut. Mach ich. Das wollte ich hören. Dann machen wir uns ans Werk. Lynn, teilt euch auf und erkundet die Gegend. Verstanden. Kommandeur, lassen Sie mich bitte mitgehen. Was? Lass das mal lieber sein. Draußen ist es gefährlich. Bleib du lieber im Basislager. Oh, bitte. Ich konnte zwar die Militärschule nicht abschließen, aber ich würde mich gerne nützlich machen und Erfahrungen sammeln. Na schön. Wenn es gefährlich wird, hältst du dich aber zurück. Du bist nicht zum Kämpfen hier. Vielen Dank. Hallo? Ist hier jemand? Fenrich, das hat keinen Sinn. Der da ist auch schon tot. Hier ist es wie in den anderen Städten. Es gibt keine Überlebenden. Aber irgendwo gibt es bestimmt noch jemanden, den wir retten können. Mir ist es ja auch so ergangen, wenn ich auch nur einem wie mir helfen könnte. Ist hier jemand? Hey, Fenrich, wir brechen die Suche ab. Die Plünderer sind wieder da. Wir ziehen uns sofort zurück. Das Kämpfen hier erledigt der Co. Bleiben wir noch länger hier, können wir uns gleich zu denen dazulegen. Lass mich bitte nur noch etwas suchen. Auch der Co. hat gesagt, solange man nicht aufgibt.
Oh ja, die Musik habe ich vermisst. Zivilisten gehen zurück, wir kümmern uns um den Feind. Der Jagdpanzer versperrt dem Feind den Weg und schützt so die Artillerie. Ja, Basistaktik Nummer 1. Ja, unser Panzer hat zwar keine Munition mehr, aber der kann immer noch mit dem Maschinengewehr rumschießen. Und gegen Infanterie ist das auch alles, was wir brauchen. Die stellen wir hier in den Wald rein. Und dann greifen wir schön von den Bergen an, weil dort haben wir eine höhere Deckung. Infanterie Level 1. Glaub bloß nicht, dass ihr mir so davon kommt. Mit dem Kleinen habe ich noch vom letzten Mal eine Rechnung offen. Ha, sieh, dort liegt jemand. Hallo, hörst du mich? Du musst durchhalten. Ein Mädchen? Sie atmet noch ganz schwach. Wir nehmen sie mit zurück zum Lager. Das hat doch keinen Sinn, Fenrich. Sie macht's doch sowieso nicht mehr lange. Wenn wir auch nur einem Menschen helfen können. Fenrich! Hörst du mich? Antworte mir doch. Fenrich, wir müssen jetzt los. Ich mache mich vom Acker. Öffne deine Augen. Du siehst dann zwar nur eine zerstörte Welt, aber wir werden auch damit irgendwie klarkommen. Wer bist du? Sie lebt. Wer bist du? Ich bin Ed, Angehöriger der Laurentanischen Armee. Und du? Das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Ich kann mich einfach an nichts erinnern. Sicher durch einen schweren Schock. Sei es drum, am besten du kommst mit uns. Mit euch? Nehmt ihr mich mit? Das nehme ich gerne an. So. Ich hätte gerne, dass die Arti ein bisschen aufsteigt. Das heißt, wir lassen die Arti die Killing Blows machen. Ah. Hab keine Angst, wir sind eine laurentanische Einheit. Die laurentanische Armee. Armee von Laurentia, einem der beiden großen Länder des Kontinents. Etwa 1.296.000 Dienende. Der Krieg mit dem anderen Land Zephyrus begann im letzten Jahrhundert. Es wird nicht damit gerechnet, dass dieser Konflikt bald endet. Der Rüstungsetat wächst von Jahr zu Jahr, zuletzt 7% des Bruttoinlandprodukts. Die Gesamtkampfkraft wird im Durchschnitt mit A bewertet. Woher weißt du das alles? Weiß nicht, aber irgendwie wusste ich es. Ich frage mich, wer du bist. Wir müssen erst den Feind zurückschlagen, aber dann... In Ordnung. An alle, nutzt das Gelände aus, so habt ihr Vorteile beim Kampf. Yep. Je höher die Deckung, desto weniger Schaden kriegt man. So. Hauen wir erst den... Ich würde sagen, wir schießen erst den Panzer an. Das ist wichtiger, weil das ist das Einzige, was unserem Panzer ernsthaft Schaden zufügen kann. Und auf 2 HP macht er nicht mehr viel. So, Panzer auch auf Level 1. Treibstoff ist wie Munition begrenzt. Alle Einheiten müssen darauf achten, sich nicht unnötig zu bewegen. Ja. Wir machen hier den Killing Blow. Dann ist Arti auf Level 2. Und auf Level 2 macht Arti schon 10% mehr Schaden. Damit wir das auch mal hingekriegt haben. Arti ist auf Ass. Was? Das gibt's ja wohl nicht. Das kriegt ihr zurück, so kommt ihr mir nicht davon. Einheiten auf Ass-Rang haben 20% mehr Offensive und 20% mehr Defensive.
Ed, hast du alles gut überstanden? Machen Sie sich um mich keine Sorgen, aber dieses Mädchen hier... Was für ein Mädchen? Ich habe sie gefunden, sie lag bewusstlos in der Ruine. Das hast du gut gemacht. Wie heißt du? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Das war so, Kommandeur. Ach so, Gedächtnisverlust. Kein Wunder bei dem, was man in dieser Welt im Moment erlebt. Soweit ich von Ed gehört habe, hat sie Infos über unsere Armee. Ich frage mich nur, woher sie die bekommen konnte und warum. In jedem Fall ist sie eine Zivilistin, die wir schützen müssen. Ein Leben, das Ed gerettet hat. Bringt sie an einen sicheren Ort. Jawohl. Ed, schau ein bisschen nach den, der Kleinen. Jemand sollte sich um sie kümmern. Das mache ich gerne. So, zweite Mission auch abgeschlossen. Kapitel 3 im Dorf. Unser nächstes Ziel ist hier. Hier gibt es ein Dorf. Ein Dorf? Ja, die Stadt ist fast vollständig von Erdbeben und Tsunamis zerstört. Aber die Überlebenden haben in den Ruinen eine Art Dorf gebildet. In diesem Chaos haben sie eine eigene Verwaltung aufgebaut und sich Gesetze gegeben. Gesetze? Hier gibt es noch keinen Staat. Die Welt ist zerstört und es gibt keine Polizei, die einem helfen würde. Gerade darum gibt es im Dorf Gesetze. Man darf nicht töten und nicht stehlen. Sie sind ganz natürlich entstanden, ohne Zwang von außen. Menschen sind von Natur aus erstaunlich gute Wesen. Das ist eine Überlebensstrategie. In einer Gesellschaft, die Töten erlaubt, weiß man nicht, wann man selbst dran ist. Man kann dann nicht ruhig schlafen und lebt in ständiger Angst von seinen Mitmenschen. Es ist viel vorteilhafter, sich auf das Gesetz, du darfst nicht töten, zu einigen. Die Menschen denken an ihren Vorteil, auch wenn es um sie herum, in alles um sie herum in Asche liegt. Das ist mal wieder typisch, Lin. Wo bleibt da das Mitgefühl für andere? Naja, egal. Gehen wir ins Dorf. Gehen wir ins Dorf. Da ist es Sicherheit. Das Dorf wird euch Zivilisten bestimmt herzlich aufnehmen. Halt, wer da? Keinen Schritt weiter. Es sind Gewehre auf euch gerichtet. Ich bin Oberleutnant O'Brien, Kommandeur der unabhängigen Truppe. Ich möchte mit eurem Sprecher reden. Es reicht, wenn du das übermittelst. Ihr gehört nicht zu denen. Ihr wollt nicht unser Dorf angreifen? Das sind bestimmt welche von denen, die würden kalt lächelnd auch uns... Hört mir mal gut zu, ich bin nicht hier, um mit euch zu streiten. Ich habe früher mit eurem Sprecher das Leben gerettet. Sagt ihm einfach meinen Namen, bitte. Ich bitte euch. Da ist ja auch ein Jüngerer dabei. Vielleicht sind es doch nicht die. Wartet hier, rührt euch nicht von der Stelle. Mann, oh Mann. Sie sind es, O'Brien. Was wollen Sie? Wie ihr da so ankommt, macht ihr den Leuten Angst. Lasst uns in Ruhe und verschwindet. In Ordnung. Wenn wir fertig sind, sind wir auch gleich wieder weg. Wir haben Zivilisten gerettet, darunter auch ein verletztes Mädchen. Könnt ihr sie aufnehmen? Allein kann ich das nicht entscheiden. Uns geht es selbst nicht sonderlich gut. Ich bitte Sie, helfen Sie ihnen. Unter den Zivilisten gibt es auch Kinder. Sie würden in dieser rauen Welt nicht überleben. Natürlich würden wir gerne helfen, aber realistisch gesehen ist alles andere besser als ihre gegenwärtige Lage. Ihr Leben ist zu wertvoll und da draußen sind sie nicht sicher. Leben, das hätte früher vielleicht mal einen Wert, aber heute... Wie viele Milliarden Menschen sind tot? Ob es jetzt ein oder zwei mehr davon gibt? Wenn wir einfach andere aufnehmen, reicht das Essen schließlich für uns nicht mehr. Soll das heißen, das Leben von Ed und den anderen Kindern sei nichts wert? Das habe ich nicht gesagt. Wir möchten sie ja auch nicht in ihrem Schicksal überlassen. Aber sie wissen nicht, wie schwer uns das Überleben jetzt schon fällt. Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch mit euren Waffen etwas erbeuten. Das können wir nicht. Geht weiter. Wir haben schon Probleme genug. Genau. Gewinnt Land. Ihr stört hier nur unser Leben. Fort mit euch, dreckigen Kriegern. Ich habe verstanden. Tut mir leid, Ed. Bis wir in eine andere Stadt kommen, musst du noch eine Weile bei uns bleiben. Kommandeur, für mich ist das kein Problem. Sprecher, wir werden angegriffen. Was? Wir wollten uns hier den Trübsinn vertreiben und wen finden wir da? Unsere Freunde. Also, ich mache mir Kleinholz. Schon wieder die...
Oh weh, Sie sind es. O'Brien, ich bitte Sie, helfen Sie uns. Die Dörfer in der Nähe haben Sie schon überfallen. Jetzt sind wir dran. Plünderer? Sie haben sogar Panzer. Wir können uns nicht wehren. Helfen Sie uns. In Ordnung. Wir helfen euch. Bringt euch in Sicherheit. Was wollt ihr dafür? Dazu ist jetzt keine Zeit. Schnell. Kommandeur, bei diesem Kampf stehen uns 5 Einheiten zur Verfügung. Der Feind hat 9, wir müssen also taktisch klug vorgehen, sonst... Na stimmt, die Anzahl ist tatsächlich nicht entscheidend. Los geht's. Ja gut, was haben wir? Wir haben 2 Mecheinheiten, 2 Jagdpanzer und eine Artillerie. Gegner, 2 Infanterie, hier einen Späher, hier eine Arti, einen Panzer. Also insgesamt 3 Späher, 2 Bikes. Okay, das kriegen wir hin. Wem will ich die Level-Ups geben? Eigentlich ja den Panzern. Das heißt, wir greifen mit den Max zuerst an. Der Gegner ist in den Bergen, so kann er leichter unsere Angriffe abwehren. Nutzt bei dem Kampf auch Wälder und Berge, vergeudet kein Leben. Ja, Deckung nutzen ist immer, immer wichtig. So, erster Panzer hat einen Level-Up. Ein Panzer auf Ass-Rang zu haben, wäre hier schon was sehr Schönes. So, und ich würde sagen, wir bauen hier einen Choke-Point auf. Das heißt, wir blocken hier an diesen 2 Stellen die gegnerischen Angriffe ab und mit der Artillerie schießen wir alles ab, was hier langkommt. Wir könnten den Chokepoint eigentlich auch hier oben hinbauen, wenn wir dazukommen. Der Speer erwischt meine Arti ja gerade nicht mehr, also passt das. Mit dem bisschen wollt ihr gegen uns antreten? Vorwärts, macht sie nieder! Na gut, es steht zumindest nicht mehr ganz so viel gegen uns. Es sind immer noch einige Gegner da. Wir müssen schon alle umhauen. Verstanden. Unser Ziel ist es, den Gegner vollständig zu vernichten. Ihr seid heute schon wieder so still im Chat. Ihr dürft gerne einen Kommentar zu dem ganzen Spiel hier abgeben. Was ihr bis jetzt so davon haltet und so weiter. Erster Panzer Level 2. Okay. Die Arti erreicht nur meine Mech-Einheit, das heißt, die sollte ich dort wegtun. Die AT kommt nicht bis hierhin, okay. Dann machen wir mit dem hier den ersten Schuss. Und dann kriegen wir hier einen Panzer auf Ass. Hui. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Weil er jetzt auf Ass-Rang ist. Moment mal, die Mech-Einheit müsste reichen. Ja. Dann holen wir uns mit dem Panzer hier auch noch Level 2. So, und jetzt sind nur noch 2 Bikes übrig und wir haben jetzt wir sind jetzt in der Überzahl. Hey, was soll denn das? Steht nicht dumm rum. Stürmt vor, jetzt erledigen wir den Rest auch noch. Oh ja.
zweiter Panzer auf Assrang. Ah, das darf doch nicht wahr sein. So wird das nichts mehr. Zieht euch zum Versteck zurück. Alle Einheiten sammeln. Uns wird feindlicher Angriff gemeldet. Seltsam, man sieht überhaupt keine Gegner. Oh, Brian, wegen vorhin. Ich habe nochmal über die Zivilisten nachgedacht. Wirklich? Ja, ich hätte da allerdings eine Bedingung zu stellen. Was für eine Bedingung? Wie Sie sehen, ist das Dorf ständig Gefahren ausgesetzt. Vielleicht kommen die morgen wieder. Selbst wenn wir sie jetzt aufnehmen, könnten sie nie beruhigt schlafen. Das ist doch auch nicht das Wahre. Ich weiß, wo die ihr Versteck haben. Es ist eine laurentanische Nachschubbasis. Wir können selbst aber nicht kämpfen, deshalb dachte ich... In Ordnung, wir kämpfen für euch und im Gegenzug... Richtig, wenn sie das übernehmen, dann überlege ich mir das mit dem Zivilisten nochmal. So. Das ist jetzt, glaube ich, eine Mission, die ich mit Lynn spielen darf. Das reicht noch nicht. Ihr müsst noch viel mehr zusammenstehlen. Hört ihr? Wenn ihr was Nettes seht, nehmt es einfach mit. Der gegnerische Stützpunkt ist eine Nachschubbasis. Dort waren westlaurentanische Truppen stationiert. Die Plünderer haben deren Waffen sehr wahrscheinlich in ihre Gewalt gebracht. Im vorigen Kampf habe ich schon gesehen, dass die Plünderer keine Amateure sind. Unter ihnen befinden sich Söldner und ehemalige Soldaten. Was soll es? Jetzt sind es nur noch einfache Plünderer. Auf geht's. Kommandeur, alle befinden sich auf ihren Posten. Gut, seid ihr schon vom Gegner bemerkt worden? Noch nicht, aber wegen der Asche sehen wir auch den Feind nicht. Den Feind aufzuspüren ist mein Job. Ich war ursprünglich bei den Spähern. Dann kann die Schlacht beginnen. Ja. Gut, die Tatsache, dass ich hier Lynn spiele, wäre super hilfreich, wenn ich Kommandoeinheiten hätte, aber gut. Hier die erste Einheit, Vorhut. Sicht ist extrem schlecht, Gegner nicht zu sehen. Möglicherweise hat er aber uns ausgemacht. Verstanden, wir haben nicht viel Zeit, ich werde euch unterstützen. Erste Einheit hat verstanden, passt auf, der Feind ist in den Wäldern. So, wir haben Kriegsnebel. Zum Glück haben wir hier ein bisschen... Nachhilfe. So, dann wollen wir doch mal schauen, was ich... Wobei, schmeißen wir hier rein. Schmeißen wir die da mal rein. Dann sehen wir es doch, da haben wir schon eine Einheit. Was ebenfalls hilft im Kriegsnebel, ist es, Infanterieeinheiten auf Bergen zu postieren. Das erhöht ihre Sichtweite enorm. Okay, und hier war eine Falle. So. Gegnerische Einheiten, die in Wäldern stehen, sieht man nicht. Es sei denn, man steht direkt daneben oder ist dran vorbeigefahren. Wieder vergesse ich, wie schwach Späher in diesem Spiel sind und wie gut die Deckung von Wäldern hier auch auf einmal geworden ist. Was? Sie sind in unserem Versteck? Jetzt kommen die schon freiwillig zu uns, um sich vernichten zu lassen. Macht alle nieder! Die Infanteristen der Vorhut. Erste Einheit, meldet euch. Hier ist die erste Einheit. Keine Gefallenen, haben aber verletzte Mission nicht weiter fortführbar.
Verstanden. Geht auf die festgesetzten Route zurück zum Hauptquartier. Erste Einheit hat verstanden. Ed, Soldaten sind wertvolles Kapital. Lass sie nicht einfach sterben. Es gibt gefährliche Missionen, aber sie sollten möglichst alle zurückkommen. Weil sie wissen, dass ich sie nicht verheize, kämpfen sie. Und weiter geht's. So. Ich hätte gern ein bisschen mehr gesehen hier. Leuchtpanzer kann man zum Glück nicht nur dazu benutzen, um das Gebiet aufzudecken. Man kann mit denen auch angreifen. Sind nicht sonderlich stark, wenn sie nicht gerade gegen Infanterie kämpfen, aber Infanterie können sie dafür relativ gut vermöbeln. Artillerie kann man immer schön in den Wäldern postieren. Ich frage mich, ob der auch Panzer hier hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der hingefahren ist, aber wir schauen mal in den ganzen Wäldern hier nach. Ja, da ist er. Na gut, kriegen wir vielleicht hin, wenn wir vorher hier angreifen. Wenn wir auf 1 runterbringen. Ja, sehr schön. Dann reicht der Angriff jetzt auch aus. Oh, mein Bein. Unglaublich, wir sind vernichtet. Meine Einheiten. Dabei konnten wir in dieser kaputten Welt doch tun, was wir wollten. Wir haben uns genommen, was wir wollten, und alle unliebsam umgebracht. Wegen denen ist jetzt alles vorbei, verflixt. Ihr seid mir übrigens heute immer noch zu ruhig im Chat. Ist hier überhaupt noch jemand da? Moment. Ja gut, zumindest einer noch da. Wie sieht's aus? Habt ihr diesen Gesetzlosen in Chaos gemacht? Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Die werden niemanden mehr ausrauben. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Dann können wir jetzt auch endlich beruhigt schlafen. Nun zum zweiten Teil der Abmachung. Nehmt Ed und die anderen bei euch auf. Und sie sollten wenigstens einen warmen Schlafplatz und zu essen haben. Abmachung? Was für eine Abmachung? Ich kann mich nicht erinnern, etwas zugesagt zu haben. Wie bitte? Sie hatten noch gesagt, wenn ihre Bedingungen erfüllt werden, nehmen sie sie auf. Da sind sie aber etwas voreilig. Davon habe ich kein Wort gesagt. Ich sagte, wenn sie uns helfen, sie von Hals zu verschaffen, dann will ich es mir nochmal überlegen. So habt ihr anderen das doch auch gehört, oder? Ich erzähle keine Lügen. Es ist genauso gewesen, wie unser Sprecher sagt. So liegen die Dinge, O'Brien. Das geht alle im Dorf an. Wir müssen uns erst in Ruhe beraten und entscheiden dann. So lange müsst ihr euch schon gedulden. Schauen Sie mich nicht so an. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Mich trifft da keine Schuld, wenn Sie sich da etwas zusammenträumen. Ihr werdet uns ja wohl nicht drohen, oder? Dann werdet ihr in keinem Deut besser als diese Gesetzlosen. Ich bin nicht wütend auf Sie. Ich kann mich nur noch erinnern, was für ein Mensch sie früher mal waren. Als sie ohne Nahrung am Boden waren und ich ihnen geholfen habe, sagten sie, ich rette diese Menschen, wir gründen ein Dorf und leben dort zusammen. Erinnern Sie sich noch? Oder haben Sie das etwa schon wieder vergessen? Was wissen Sie denn schon? Ich habe als Sprecher des Dorfes Verantwortung und da kommen Sie großkotzig daher und... Es ist schon gut, das führt zu nichts. Ed? Kommandeur, ich sehe schon, dass Sie sich um mich sorgen. Aber lassen Sie es gut sein. Vielleicht wäre ich hier sicherer. Aber ich ziehe es vor, mit Ihnen zu ziehen. Ed, das geht nicht. Zu gefährlich. Kommst du mit uns, wirst du nur in Kämpfe verwickelt. Ich rette zuerst dein Leben und dann... Ich bin wie Sie ein Soldat. Lassen Sie mich bitte mitkämpfen. So ist das also. Du bist doch stärker, als ich dachte.
Also dann, leben Sie wohl. Komm, Lynn, wir gehen. Guten Tag. Da bist du ja wieder, Ed. Das Mädchen freut sich bestimmt auch. Das wäre schön. Sie kann aber noch nicht richtig sprechen. Da mach dir mal keine Gedanken. Immer wenn du kommst, hat man deutlich den Eindruck, dass sie sich freut. Und kommst du nicht, sieht sie ganz verloren aus. Ach, wirklich? Doch, wirklich. Du bist zwar ein Soldat, Ed, aber pass auf dich auf. Denk auch ein bisschen an das Mädchen. Heute habe ich dir die hier mitgebracht. Dachte, vielleicht gefallen sie dir. Blumen? Es sind nur Kunstblumen, keine echten. Ich habe sie auf einer Spähfahrt gefunden. Blumen. Sie sind sehr hübsch. Wie heißen diese Blumen? Cattleya. So hat Lynn sie genannt. Cattleya. Cattleya gefällt mir. So will ich auch heißen. So wie die Blumen, die du mir gebracht hast. Cattleya. Ja, das ist ein schöner Name. Wirklich? Das freut mich. Also dann heißt... Dann bist du jetzt... Jetzt bist du Cattleya. Endlich habe ich einen eigenen Namen. Na dann sind jetzt aber alle froh. Ja, sag mal, Lynn, seit wann bist du denn schon hier? Oh, schon die ganze Zeit. So. Erste Mission mit Basen. Wir sind angekommen. Es gibt noch Gebäude, dann gibt es vielleicht auch noch Menschen. Ja, die Stadt scheint wie durch ein Wunder erhalten geblieben zu sein. Dann schauen wir mal, ob jemand da ist. Ich hoffe nur, dass niemand etwas missversteht, wenn er uns kommen sieht. Hey, hallo, hallo. Ja, ihr da, könnt ihr mich hören? Ich bin aus der Industriestadt Lott. Seid ihr Freund oder Feind? Ich bin Oberleutnant O'Brien aus Laurentia. Wir retten Leute, wo wir können. Das ist sehr gut. Oberleutnant O'Brien, wir heißen Sie und Ihre Leute hier herzlich willkommen. Und wer sind Sie? Ich bin Dr. Moritz. Ich bin hier so etwas wie ein Sprecher. Mir sind Verhandlungen und Ähnliches übertragen. Also haben Sie hier das Sagen? Eigentlich passt mir das nicht sonderlich, aber nachdem mich alle dazu gewählt haben... Wahrscheinlich haben mich alle wegen meines hübschen Gesichts gewählt. Konnten Sie meinen Akalauer akustisch nicht verstehen? Ich sage es gerne auch nochmal. Also der Grund für meine Wahl. Das ist schon recht. Vielmehr möchte ich Sie bitten, uns zu versorgen. Natürlich nicht umsonst. Wir bezahlen Sie entsprechend dafür. Ist recht. Dann wollen wir gleich. Nanu, ich kann mich nicht erinnern, um Salutschüsse gebeten zu haben. Das ist Beschuss. Rasch fort von hier, Doktor. Das hier wird gleich ein Schlachtfeld. Das sind wohl wieder die Plünderer. Ich dachte, wir hätten sie zerschlagen, aber es waren noch welche übrig. Gehen wir. Diese Fabrik scheint nicht zerstört zu sein. Kann man sie noch benutzen? Kein Problem. Sie funktioniert noch. Im Zephyros-Krieg wurden haufenweise solche unbemannten Fabriken gebaut. Sie wissen sicher besser als ich, wie sie zu benutzen sind. Es kostet zwar etwas, aber hier kann man Einheiten produzieren. Wirklich? Und die Produktion ist steuerbar? Die Techniker der Stadt haben das System wieder zum Laufen gebracht. Das System tut, was wir ihm befehlen. Es gibt ja auch ausgebildete Soldaten. Das sind gute Neuigkeiten. O'Brien, Ihnen würde ich hier gerne die Leitung des Kampfes übertragen. Das mache ich gerne. Aber haben Sie auch so viel Vertrauen in uns? Ich habe schon von Ihnen gehört, O'Brien. Sie seien ein außergewöhnlicher Mensch, der in diesen Zeiten andere rettet. In dieser Welt kann man sonst ja kaum noch jemanden trauen. Ich möchte Ihnen vertrauen. Da ist die Frage damit beantwortet. Verstanden. Herzlichen Dank. Dann los. Dann geht doch gleich mal mit einem auf der Fußtruppe in eine Fabrik. Wenn ihr sie einnimmt, gehört sie euch. Und ihr könnt dann dort Einheiten produzieren. Verstanden. Also los auf zur Fabrik. Jep, das machen wir hier. An alle Fußtruppen. Besetzt die Städte und Fabriken. Besetzung angelaufen.
An einem Tag nimmst du keinen Stützpunkt ein. Du brauchst mindestens 2 Tage. Wenn du am Folgetag besetzt, nimmst du den Stützpunkt ein. So. Einheiten, die besetzen können, sind Infanterieeinheiten, Mech-Einheiten und unsere netten Bikes. So, wir haben zumindest zum Kämpfen schon mal einen Panzer, einen Speer und eine Arti. Ja, reicht theoretisch, um das Ganze hier zu gewinnen, aber gut, wenn wir noch ein paar extra Einheiten produzieren können, ist das umso besser. Ihr habt mich ganz schön alt aussehen lassen, aber das zahle ich euch heim. Jetzt sollt euer blaues Wunder leben. Auf sie mit Gebrüll! Oh, Moment, da hinten steht ja noch ein bisschen mehr. Okay, das wird doch ein bisschen schwierig, das mit den Standardeinheiten zu gewinnen, auch wenn ich weiß, dass es möglich ist. Fabrik komplett eingenommen. Jetzt können wir produzieren, oder? Nun ja, das System braucht noch einen Tag. Aber ab dem nächsten Tag könnt ihr dann richtig loslegen. Einnahme der Stadt abgeschlossen. Habt ihr einen Stützpunkt erobert, steigt eure Produktionskraft. Ihr braucht also Ressourcen, damit eine Fabrik auch produzieren kann. Was meinen Sie damit? Naja, ihr müsst genug Städte haben, die eure Kriegskasse füllen. So, das Einzige, was mir hier irgendwie Sorgen macht, sind die Panzer. Das heißt, ich beziehe hier jetzt erstmal die Stellung. Er kommt mit keinen von seinen Einheiten an mich heran, außer mit seinen Bikes an die Panzer und Späher, und denen kann er nicht viel anhaben. Eine Einheit wurde beschädigt, das ist aber kein Problem. Bleibt sie in einer eigenen Fabrik oder Stadt, wird sie repariert. Übertreibt es also nicht und denkt daran, deine Einheiten zu reparieren. So. Wir schießen erstmal den Speer hier weg. Ui, das war ein One-Hit. Gut, ich muss da oben einen Verteidigungswall fast aufbauen. Okay, der kommt da ran. Das ist nicht ganz so schön. So, wie viel habe ich denn? 15.000, da kann ich ja echt schon alles bauen, was ich will. Ich brauche aktuell mal noch einen Panzer. Ist nicht unbedingt das Schlauste, das jetzt zu machen, weil der Panzer geht mir jetzt ziemlich sicher dabei drauf bei der Aktion. Aber es hilft mir dabei, diese Stadt zu besetzen. Und ihr, Jungs, ihr besetzt hier erstmal nichts. Ist zwar eigentlich kein guter Angriff, aber ich habe die bessere Deckung und den Erstschlag. Hat den Köder zumindest geschluckt, das heißt, er lässt mich fertig besetzen. Also hier unten. Erstmal den da weg. So. Ich will hier keine Kanonenfuttereinheiten. Artillerie ist zwar jetzt angreifbar, aber dafür habe ich ein bisschen mehr Panzer dieses Mal. Okay, da geht sowieso da lieber da unten drauf. So, mit der Einheit möchte ich... Moment, zieh mal dorthin zurück. Dann nehmen wir uns einen zweiten Rang für unsere Panzer. Vielleicht
vielleicht den Köder ja auch. Greift den lieber an. So. Artillerie ist gerade ein bisschen zu langsam. Ich brauche einfach die Übermacht mit den Panzern. Der hat das überlebt. Sehr schön. Gut, bringt die ganze Deckung ja noch ein bisschen was. Wäre ein bisschen schade gewesen, wenn die Einheit hier jetzt kaputt gegangen wäre, nachdem die schon auf Level 2 ist. Das nehmen wir doch. Dauert zwar dann 3 Tage zum Besetzen. So, den kann man näher an die Front fahren. Und wir holen uns einen weiteren Panzer. Oh, der hat mir einen Astrang gegeben auf meinem Panzer. Sehr schön. Dann holen wir uns gleich den nächsten Astrang. Und hey, die Einheit da unten lebt noch. Wenn du einen Asrang hast mit 7 HP. Okay, und den Speer müssen wir sowieso noch länger ausruhen lassen. Ich nutze die Stadt jetzt mal dafür. Kann ich den irgendwie locken? Du spielst mal kurz Lockvogel. Eine Runde Beschuss hält da aus, wenn er. Also zumindest locker, wenn er im Wald steht. Jetzt muss ich nur noch um seine Artis rum. Neun HP reichen. Einmal hier, einmal hier. Dann greifen wir hier noch an. Und fertig. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das war's. Die in der Fabrik produzierten Einheiten müsst ihr aber hier lassen. Die Einheiten werden nach wie vor von der Fabrik aus verwaltet. Außerhalb dieses Bereichs sind die Einheiten zu nichts mehr nutze. Das geht in Ordnung. Solange ich sie gut versorgt weiß, ist mir alles recht. Tja, dann wollen wir mal weiter verhandeln. Ich war eigentlich Forscher. Vor der Katastrophe hatte ich nur mit Mäusen zu tun. Danach war es mit meiner Forschung vorbei und als ich in diese Stadt kam, gab es so viele Verletzte, dass ich mich um sie kümmern musste. Wir verdanken dem Doktor viel. Hätte er uns nicht geholfen, wären wir heute nicht mehr hier. Ja, dabei sind Menschen leichter als Mäuse, denn mit Menschen kann man sprechen. Ja, das war doch eine meiner Karlauer. Ihr könnt ruhig lachen, nur keine Zurückhaltung. Hahaha, nicht wirklich lustig. Wenn man nur seine, wenn nur seine Karlauer nicht wären, ansonsten ist er ein prima Kerl. Der Kommandeur und der Doktor sind gar nicht so verschieden. Wäre der Kommandeur nicht, wäre ich jetzt auch nicht mehr hier. Auch wenn diese Welt nun so ist, wie sie ist, gibt es trotzdem noch Menschen wie den Co. und den Doktor, die sich für andere einsetzen.
Wie bitte, Ed? Dazu will ich sagen, dass ich nicht solche Karlauer reiße wie der Doktor. Ich habe mir ein Gefühl für das, was peinlich ist, noch erhalten. Hahaha, und außerdem, was ich tue, mag vielleicht wie eine Großtat aussehen, aber ich bin eigentlich nur Arzt geworden, weil mich die Forschung gereizt hat. Bei dieser Entscheidung hat Mitgefühl gegenüber anderen Menschen keine Rolle gespielt. Ich bin zwar ausgebildeter Arzt, aber durch meine Forschungen hatte ich noch nie Patienten. Allerdings ist mir durch diese Katastrophe bewusst geworden, was im Leben wichtig ist. Wie ist das für Sie, O'Brien? Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Wo wir uns in diesem Punkt offenbar gut verstehen, hätte ich da eine Bitte. Unsere beiden Gruppen umfassen zusammen einige hundert Personen. Und da alle etwas zu essen brauchen, haben alle auch das gleiche Problem zu lösen. Richtig, der Mangel an Nahrungsmitteln ist für alle ein Problem. Und ich wüsste einen Ort, der eine Lösung für unser Problem wäre. O'Brien, wären Sie bereit, uns auf dem Weg dorthin zu unterstützen? So. Ein paar Sekunden bitte, ich muss mal eben das Licht anmachen. Bin gleich wieder da. Och, Moment, da bin ich versehentlich auf einen Knopf gekommen. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Hopp, 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 hopp. So, ich bin gleich wieder da. So. Dann geht's gleich weiter. Mir ist es im Chat hier übrigens immer noch zu ruhig. Kapitel 6, der Beobachter. Kennt ihr den Grund, warum die Dinosaurier ausgestorben sind? Kommandeur, wissen Sie das? Kommen Sie mir doch nicht mit so etwas. Lynn? Es gibt mehrere Theorien. Sicher meinen Sie den Aufschlag eines Meteoriten? Genau. Eine Theorie besagt, dass es vor 65 Millionen Jahren schon mal einen Aufschlag gegeben hat. Dieser Meteorit soll alles auf der Erde verbrannt haben. Erdbeben der Stärke 12 oder 13, mehrere hundert Meter hohe Tsunamis. Und die Dinosaurier waren lausige Surfer. Der größte Teil der Dinosaurier ist durch diese Katastrophe umgekommen. Das würde wenigstens erklären, warum sie so plötzlich verschwanden. Aber wir haben unseren Einschlag überlebt. Das ist richtig. Die Menschen sind offenbar nicht so leicht unterzukriegen. Wir Menschen haben es den Ratten gezeigt. Und weiter. Richtig, ich halte diese Aschedecke für uns für ein ernstes Problem. Ohne Sonne gibt es auch keine Pflanzen, sie verfaulen nur. Und man sagt, dass diese grauen Wolken auch den Dinosauriern den Rest gegeben haben. Aber was sollen wir tun? Wir Menschen haben den Vorteil, dass wir schlau sind und uns Technik zur Verfügung steht. Wenn nur das Ventilationssystem der Anlage läuft, können wir alles Mögliche anbauen. Von was für einer Anlage sprechen Sie? Nun, wenn wir in einer Innenumgebung genetisch manipulierte Organismen... Sorry, aber von solchen Erklärungen bekomme ich nur Kopfschmerzen, wie von Ihren Witzen auch. Was ist jetzt zu tun? Ich will sagen, mit einer Anlage hätten wir auch zu essen. Es wird nicht für Milliarden von Menschen reichen, aber für uns schon. Nur eines bereitet mir Sorge. Und was ist das? Junger Mann, glaubst du an den Teufel? Glaubst du, dass es ein Wesen gibt, das das Aussterben der Menschen wünscht? Hältst du es für möglich, dass es ein solches teuflisches Wesen auf dieser Welt gibt? Was meinen Sie damit? Naja, lass es gut sein. Vergessen wir das einfach mal für den Moment. Lynn?
Truppen von unbekannter Zugehörigkeit. Kein Freund-Feind-Erkennungssignal. Sie kommen. Klar zur Verteidigung. Hui, wir spielen mit unserem lieben Ed heute mal, weil das ist sein Co-Theme. So, was haben wir hier? Okay, eine dieser Städte kann ich sicher einnehmen, wenn nicht sogar beide. Yep, die werde ich beide einnehmen. Da kommt er nicht ran, da kann er mich nicht am Besetzen hindern. Und die da oben brauchen wir auf jeden Fall. Weil ohne diese Fabrik nutzen mir die ganzen Städte nichts. Oder zumindest nicht viel. Ich weiß noch nicht genau, warum man in dieser Mission mit Ed spielt, aber gut. Muss nur aufpassen, aus der Reichweite seiner Panzer rauszubleiben. Schicken wir mal da unten zur Verstärkung und die Arti hinter die Panzer. Hihihi, darf ich wirklich, Papa? Na klar, nur zu, spiel so viel du magst. Ich nehme alles in den Kriegsbericht auf. Informationen, wie Soldaten kämpfen und wie sie sterben, sind wertvoll. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin damit nicht einverstanden. Oh, Moment, das war ja... Sorry, falsche Stimme. Wozu dient dieser Kampf? Er hat absolut keinen Sinn. Warum jemanden opfern für letztlich nichts? Sinnlos? Was hast du? Wenn du so willst, ist das Leben ebenso sinnlos. S-I-N-N-L-O-S. Hihihi. Naja. Die beiden sehen sich nur relativ ähnlich, aber gut, das liegt auch daran. So, erstmal hier fertig besetzen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Mal wieder Reichweite überschätzt. Okay, dann müssen wir das halt auf die alte Art regeln. Die Basis da hinten darf er meinetwegen besetzen. Das ist mir jetzt egal. Er hat keine. Also, die gute Lilly hat keine Basen. Das heißt, ich kann das schön selbst erledigen. Den Speer da unten werde ich jetzt zwar wahrscheinlich verlieren, aber... Okay. Er geht lieber auf meinen Panzer. Interessant. Okay. Das machen wir mal so rum, auch wenn der Speer mehr Schaden macht. Also machen die Mechs nicht so viel Schaden auf mich. Und so kriegt der Speer einen Level up. 42... 52, ja, und da kriegt die Mech einen Level up, das passt besser. Mit einer gelevelten Mech kann ich wesentlich mehr anfangen als mit einer gelevelten Infanterie. Wir haben jetzt nicht wirklich viele Ressourcen. Aber solange wir keine haben, produzieren wir Bazookas. Hier. Oh, das reicht schon. Sehr schön. Level 2 Mech. Und du hörst bitte auf meine Arti zu schießen.
Das Bike lässt sich hier, glaube ich, nicht mehr retten. Gut, den lassen wir, den Panzer. Speer. Der kommt auf beide Städte, das ist gut. Können wir den auf der Stadt lassen. Ich kriege aktuell auch kaum Geld, weil ich einfach die ganze Zeit nur am Reparieren bin. Ich muss das wohl machen. Okay. Jetzt haben wir dafür jetzt genug Geld. Solange wir keine Artis oder Panzer gerade produzieren können, brauchen wir auch nichts produzieren gerade. So, dann lassen wir sie mal kommen. Wie? Schon fertig? Ihr habt gut gekämpft. Aber wir werden nicht einfach abziehen. Hol mal diese eine Waffe. Wirklich mit der? Es wird immer lustiger. Oh, du wirst deinen Spaß haben. Ich frage mich, wie sie den größten Panzer der Welt schaffen wollen. Der Feind hat Verstärkung bekommen. Ist das ein Panzer? Der ist riesig. Was ist das für eine Waffe? Lin, weißt du etwas darüber? Diese Waffe ist nicht in unserer Datenbank. Das ist eine Walze. Eine was? Die Walze übertrifft alles bisherige an Feuerkraft und Panzerung. Die gegenwärtig stärkste Waffe. Und was sollen wir gegen so ein Monster machen? Da gibt's eine ganz einfache Methode, die nennt sich Arti-Spam. Dazu kommen halt noch zwei Medium-Tanks. Katleia, was hast du? Alles in Ordnung. Es gab ein Produktupdate. Jetzt können wir auch Packs herstellen. Ja, sie hat recht. Das System funktioniert wieder. Mit einer PAK kommen wir gegen die Walze an. Oh, wirklich? Fantastisch. Dann besteht also noch Hoffnung. Ich frage mich bloß, wer du wirklich bist, Katleia. Ja, jetzt kämpfen wir erstmal denn. Also, eine Pack brauchen wir, um dieses Ding zu besiegen. Richtig. Wetten, dass ich Ode so eine schaffe? So, okay.
Ich ziehe erstmal meine Einheiten hier zurück, dass sie sich nochmal schnell reparieren. Dann stellen wir hier den Verteidigungswall auf. Wenn er jetzt hier angreift, dann ist er selber schuld. So. Ja gut, ich könnte jetzt hier eine Panzerabwehrkanone bauen, aber... ich brauche keine Panzerabwehrkanone. Die Dinger sind eh viel zu teuer. So. Ihr habt da unten genug Ablenkung gemacht. Einmal, zweimal, der ist down. Okay, der kommt nicht an die Einheiten da oben ran. Da muss ich sie jetzt auch erstmal nicht abschirmen. Dann kommt mal her. Moment. Ich lasse der hier noch den Level ab. So. Der kann die Info... die ganzen Mechs da hinten angreifen. Moment mal, das Ding hat 4 Felder, aber 1, 2, 3, 4. Also wenn ich die da wegziehe, dann... Eine Bazooka überlebt einen Schuss von einer Walze, das weiß ich. Wie gesagt, ich brauche keine Panzerabwehrkanone für das Teil. Die Waffen des Gegners schweigen. Wir haben gesiegt. Mann, oh Mann, da sind wir nochmal davon gekommen. Und alles dank Katlea, weil sie wusste, so ist das gar nicht. Hahaha, dann schauen wir uns mal die Anlage an. Das wird bestimmt was. Von wegen, man braucht Panzerabwehrkanonen für sowas. Schnappt man sich lieber doppelte Menge an Artillerie und kriegt das Ganze wesentlich besser hin. Doktor, Lynn, wie sieht das aus mit der Anlage? Naja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Anlage war zerstört. Wenn Sie das gleich verraten, kann ich kein Karlauer mehr daraus machen. Diese Karlauer bitte nur noch, wenn ich nicht anwesend bin. Die Anlage ist also zerstört. Kann man sie reparieren? Das wäre ziemlich schwierig. Die Anlage ist hochspezialisiert. Ersatzteile dafür bekommen wir nicht im nächsten Supermarkt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist wirklich schlimm und auch beängstigend. Warum beängstigend? Der Feind kam nicht, um zu plündern, sondern eigens, um die Anlage zu zerstören. Mit der Anlage hätten wir Lebensmittel und könnten in Frieden miteinander leben. Warum haben sie die Anlage zerstört? Fast habe ich den Eindruck, als wollte jemand, dass die gesamte Menschheit untergeht. Was ist das? Ein Blumenfeld. Es ist zwar schön, aber irgendwie... Diese Blumen dürft ihr nicht berühren. Doktor? Lynn, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Schon über 20, oder? Was wollen Sie denn mit meinem Alter? Ist ja wohl nichts dabei, dass ich etwas älter als Katlea bin, oder? So meinte ich das doch nicht. Ich frage, weil für erwachsene Frauen keine Gefahr besteht. Bisher hat sich noch niemand an den Blumen angesteckt, aber Vorsicht ist geboten. Angesteckt? Was wollen Sie damit sagen?
Das ist jetzt keine spaßige Geschichte. Kennt ihr die Parasitenblumenkrankheit? Was hat das mit Blumen? Diese Patientin hat die Krankheit. Sie ist etwa in deinem Alter, Ed. Wie? Das gibt's doch nicht. Diese Blumen sind keine Verzierung. Vielmehr haben sie ihre Wurzeln im Menschen und zerstören ihn dabei. Blumen befallen Menschen? Das ist ja unglaublich. Dachte ich auch erst. Bisher befielen pflanzliche Parasiten keine Menschen. Ich wusste, dass etwa Schimmelpilze bei Pflanzen schmarotzen. Nach der Zerstörung der Welt habe ich aber davon befallene Kinder gesehen. Diese Krankheit befällt aber seltsamerweise nur junge Menschen. Bei dir, Ed, besteht die Gefahr, dass du dich ansteckst. Wenn du einen Kranken siehst, darfst du ihm nicht zu nahe kommen. Okay. Zu der Nahrungsmittelknappheit kommt jetzt auch noch diese rätselhafte Krankheit. Es ist wirklich nicht leicht, in dieser Welt zu überleben. Aber wir geben nicht auf. Dann gibt es immer noch Hoffnung. Richtig, ganz meine Worte. Ja, Hoffnung ist immer wieder was, was bei O'Brien da ist. Das ist nämlich sein Co-Theme. Hope never dies. Ah, Moment mal. Ich glaube, jetzt kommt das erste Mal die gelbe und die blaue Armee ins Spiel. Nun, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Was sollten wir jetzt tun, Doktor? Haben Sie eine Idee? So direkt gefragt, fällt mir im Moment auch nichts ein. Wir sind in einer misslichen Lage. Gibt es nicht irgendwo noch eine andere Anlage? Soweit ich weiß nicht. Eine andere Anlage? Cattleya? Ich weiß, wo noch eine ist. Du weißt wirklich, wo noch eine ist? Ja. Mysteriöses Mädchen, aber über so etwas macht man keine Witze. Wo soll denn bitteschön diese andere Anlage sein? 25,345 Grad nördliche Breite, 131,035 Grad östliche Länge. Dort ist sie. Das ist im Seldgebirge. An dieser Position gibt es einen unterirdischen Atombunker. Dort gibt es eine kleine Anlage, die für etwa 1000 Personen Nahrung produziert. Stimmt das wirklich, Mädchen? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Ich auch nicht. Er wurde für die Mächtigen von Laurentia und ihre Familien eingerichtet. Für den Fall eines Atomkrieges wollten sie dorthin flüchten. Der Bau dieser Anlage hatte Sicherheitsstufe 4. Sag mal, bist du die heimliche Tochter des Präsidenten oder so etwas? Mit dem Bau der Anlage war die private Rüstungsfirma IDS betraut. Cattleya! Entschuldigt, mein Kopf schmerzt. Kommandeur, ich werde mich um Sie... Ja, vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, wer dieses Mädchen ist, aber sie scheint die Wahrheit zu sagen. Das wäre auf jeden Fall eine neue Chance. Richtig, wir sollten unbedingt einmal dorthin gehen und nachsehen. Kommandeur, eine Nachricht von den Spähern. Zwei Armeen kämpfen nicht weit von hier gegeneinander. Eine davon ist auch laurentianisch. Verflixt, die sind hartnäckig. Die wollen offenbar noch nicht aufgeben. Wirklich furchtbar heißstarrig, diese Zephyrer. Hier Oberleutnant O'Brien, 12. unabhängige Truppe von Laurentia. Oh, die Kavallerie. Ein Glück, wir könnten ihre Hilfe brauchen. Wie lautet ihr Rang und ihre Zugehörigkeit? Mach dich mal locker, Mann. Wer fragt denn heute noch nach Rang? Als dieses Riesending runtergekommen ist, wo waren da die Generäle? Ich habe plötzlich keinen einzigen mehr gesehen. Das ist wohl richtig. Unser Heimatland ist zerstört. Nun werd nicht gleich trübsinnig. Ich bin Oberleutnant Finn, 13. Lufteinheit. Dass wir überlebt haben, war wie ein Sechser im Lotto. Bei so viel Glück sollten wir nicht anfangen, Trübsal zu blasen. Kommandeur, der Feind ist auf uns aufmerksam geworden. Verstanden, dann geht der Kampf gleich los. Nun, wir dürfen wieder mit O'Brien spielen. Das gelbe Flugzeug gehört zu uns, schießt also keine Verbündeten ab. Darum möchte ich allerdings bitten.
First things first. Erstmal den Bomber darunter schießen. Finde ich ja schön, dass sie in diesem Spiel die Missile Launcher etwas aufgemotzt haben. Der hat jetzt nicht mehr 3 bis 5 Reichweite, sondern 3 bis 6. Das macht das Ding etwas brauchbarer. Was nicht viel heißen mag, denn das Ding ist immer noch nicht sonderlich gut. Hier im Story-Modus ist das Ding noch okay und alles, aber... Das liegt meistens daran, dass die Dinger dann meistens gut platziert sind. Im Endeffekt... ist der einzige Grund, warum ich die Dinger spiele, immer nur der, weil ich sie in der Startarmee habe. An meinen Kopf daran, das ist gut. Ach, die gute Sadia hat hier ja wieder ganz schöne Luftmacht bei sich aufgestellt. Ach, immer dieser Speer. Speer werden so viel brauchbarer, wenn man sie im Kriegsnebel hat. Das sind doch auch Laurentania. Je mehr wir von denen vernichten können, umso besser. Zephyra, machen wir sie fertig. Oh, das ist aber nett von dir. Eine Kopter, den ich hier habe, wird nicht sonderlich viel bringen bei so vielen Fliegern und Jägern, wie die hat. Ich meine, ich habe jetzt schon einen Flieger und einen Jäger runtergeschossen. Sie hat immer noch einen Jäger und zwei Flieger übrig. Und solange die da sind, kann ich mit meinem Kopter relativ wenig machen. Der Bomber hier kommt nicht an mich ran, aber der kommt an mich ran, wenn ich... ihn angreife. Na gut, ich könnte ihn am Leben lassen, theoretisch. Will ich das? Wir machen das einfach mal so. Und stellen die Arti hier rein. So. Darf ich eigentlich schon... Nee, ich darf noch keine Truppentransporter bauen. Wieso darf ich keine Truppentransporter bauen? Ist ja schon fast eine Frechheit. Na gut. Danke, dass du den Bomber auch noch in meine Missile reinstellst. Dann haben wir das erledigt. Wie viele Flugeinheiten hat sie denn noch? Immer noch zwei Flieger, ein Jäger und ein Bomber.
Ich werde aber trotzdem erstmal einen weiteren Jagdpanzer und eine Arti bauen. Ich kann auch noch keine Truppen versorgen, solange ich keine APCs habe. Mal schauen, vielleicht reicht das. Jo, hat sogar gereicht. Oh Wunder, oh Wunder. Langsam an, alles zu besetzen. Sie hat keine Panzer mehr. Okay. Und fahren dorthin. Ohne Panzer sind meine Flaks jetzt sicher. Kann ich einen Speer opfern? Ich würde sagen, ja. Und schön, dass du wieder da bist, Dummy. Hast ein bisschen was verpasst. Haben hier schon eine etwas größere Armee beieinander. Vor allem mittlerweile auch ein paar Missile-Launcher. So, jetzt wenn ich den da hinstelle, dann ist der Speer da unten komplett gecovert. Das passt. Okay. Acht HP Flak reicht eigentlich aus. Oh, der hat den Köder nicht geschluckt. Wow, das überrascht mich jetzt. Okay, da hinten ist noch ein Flieger, vor dem ich aufpassen müsste. Ja gut, der hat eine Angriffsreichweite für den Rocket Launcher da. Und der Rocket Launcher deckt die Stadt da auch ab. Das heißt, ich kann die Stadt nicht wirklich sicher besetzen, bevor der Rocket Launcher weg ist. Schießen wir mal schön weiter die Flieger hier runter. Dass der den Köder hier nicht geschluckt hat. Ich habe eigentlich gedacht, der Bomber greift an, sobald er was in Reichweite hat, aber gut. Ich habe eigentlich viel zu viel Geld gerade. Okay,
Der Raketenwerfer ist damit erstmal komplett weg vom Fenster. Das heißt, dass ich jetzt diese Stadt hier besetzen kann. Ich kann jetzt aber nicht sonderlich viel näher an den Raketenwerfer ran, weil da steht zum einen der Flieger und zum anderen der Jäger da unten. Jäger sind nicht gerade sanft. Das letzte, was mich jetzt wirklich stört, ist der Bomber da. Weil wenn der Bomber weg ist, der Flieger kann nicht viel gegen meine Panzer machen. Der kriegt bestenfalls meine Infanterieeinheiten klein. Zieht den Bomber lieber zurück, bevor sie da irgendwas angreift. Muss ich da jetzt echt irgendwas suiciden oder was? Moment, wie weit darf der schießen? Okay. Wiederum kommt der Bomber nicht ran, das ist gut. Oh, aber ich darf selber mal Raketenwerfer bauen, sehe ich gerade erst. Wir haben mal teure Einheiten, die wir produzieren dürfen. Sich mehr oder weniger gegenseitig ab, wenn ich die Mitte von denen hier abdecke. Das ist gut. Und so kann ich auch irgendwann ihr Hauptquartier besetzen, wenn sie sich überhaupt nicht mehr raustraut aus ihrer Deckung. Okay, der Bomber ist vorgerückt. Hallo, Asrang, Flakkanone. Dem Ding geht auch bald die Munition aus. Zwei Schüsse hat er noch. So weitermachen ist ihr Hauptquartier bald nicht mehr. Ups, nee, das war eine zweite. Aber ihr Hauptquartier ist bald nicht mehr gesichert. Ja, der kann den da trotzdem angreifen. Na gut. Wenn ich mich jetzt noch hier hinstelle, dann kommt er schon nicht mehr hin. Raketenwerfer sind toll. Thank you.
Oh, da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst, dass der in der Reichweite vom Raketenwerfer steht. Na gut. Kleine Opfer müssen gebracht werden. End of Raketenwerfer. Gut, habe ich kein Problem damit, wenn ihr das macht. Nicht, dass ihr mir den Kopter hier noch runterschießt. Versucht diesen Capture zu verhindern. Ja, ich weiß, kannst du nicht. Diese miesen Laurentianer. Das verzeihe ich euch nie. Rückzug! Sieh an, scheinbar haben sie sich getrollt. Das hätten wir, was? Jetzt kümmern wir uns um die Verwundeten. Jawohl. Uff, wir haben's geschafft. Ach, was machen denn die Kinder hier? Sind das eure? Kinder? Das sind unsere Kameraden. Unsere Truppe hilft den Leuten hier, wo sie kann. Ist ja rührend. Und das nach allem, was passiert ist? Wollen sie nicht bei uns bleiben? Mit Lufteinheiten wären wir noch effektiver. Das weiß ich nicht, ob es ein Pokémon-Spiel gibt, das ähnlich war. Kann ich mir aber echt gut vorstellen. Mit euch zusammenarbeiten? Also, ich kann euch nur bewundern für das, was ihr da tut. Aber mir ist das zu mühselig, das überlasse ich lieber euch. Ich möchte lieber meine Freiheit haben. Freiheit? Ja, Freiheit. Endlich werden wir nicht mehr von irgendwelchen Vorgesetzten gegängelt. Wir können tun und lassen, was wir wollen, und so sieht's doch aus, oder? Ich denke da etwas anders. Es gibt keine Freiheit, durch dieses Chaos ist nur die alte Ordnung nicht mehr da. Aber wir sollten uns bemühen, etwas zu etablieren, das alle Menschen verbindet. Jo, das habe ich ja schon gesehen, Kenji. Hast mir ja gezeigt. Hä? Naja, darüber mag ja jeder denken, wie er will. Übrigens, kennst du General Sigismundo? Ja, den kenne ich. Das war früher mein Vorgesetzter. Was ist mit ihm? Er ist im Moment in der Hauptstadt. Das Gericht geht um, dass er alle Truppen zusammenziehen will. Sie nennen sich jetzt Leo Laurentianer. Dass ich nicht lache. Ich habe genug von Befehlen. Höchstens als Söldner kann das noch okay sein. Ich stehe auf der Seite, die mir gibt, was ich will. Und wenn ich genug habe, bin ich weg. Pokémon Conquest. Ach ja, stimmt, davon habe ich gehört. Was denn? Mach doch nicht so ein Gesicht. Wir passen einfach nicht zusammen, na und? Dann mache ich mich mal auf und viel Spaß beim Menschenretten. Hey, und was ist mit euren Verwundeten? Ihr habt doch schon vorher gekämpft, oder? Hä? Mit sowas Lästigen gebe ich mich nicht ab. Die sollen selbst sehen, wo sie bleiben. Wenn es ihr Schicksal so will, werden sie schon irgendwie durchkommen. Sie lassen ihre Leute einfach so im Stich. Solche Ideale wie nicht im Stich lassen gelten doch sowieso nicht mehr. Ich sag dir was, O'Brien. Was wohl? Du magst ein guter Mensch sein, aber lange überleben wirst du nicht. Tja, mal schauen, ob er damit recht behält. Wollen sie den einfach so ziehen lassen? Ja, ich kann ihn ja schlecht zwingen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das will ein Soldat sein? Sie und dieser Typ sind wie Tag und Nacht.
In der Armee gibt es alle möglichen Arten von Menschen. Und wie man sich in dieser Welt verhält, muss jeder für sich selbst entscheiden. Macht ihr nicht zu viel draus, kümmert euch um die Verwundeten. Wir konnten auch den abgestürzten Piloten helfen. Da es hier auch einen Flughafen gibt, haben wir jetzt auch Luftunterstützung. Wollen die Piloten nicht zurück zu Finn? Mit Oberleutnant Finn wollen sie nichts mehr zu tun haben. Er soll sogar Spaß daran gehabt haben, seine eigenen Leute sterben zu sehen. Das genaue Gegenteil von Ihnen, Kommandeur. Verstanden. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mit uns kommen. Dann machen wir uns auf zu dem Bunker. Vielleicht können wir dort überleben. Naja, die ersten Side-Missionen sind hier aufgetaucht. Von denen gibt es am Schluss noch ein bisschen mehr. Auch das noch. Hey, wir haben nicht mehr genug zu trinken. Taugenichts, besorgt was, egal wie. Das sagt sich so leicht. Wir haben weder Munition noch Treibstoff. Die haben fast alle unsere Waffen zerstört. Wenn ihr keine Waffen habt, dann müsst ihr euch eben neue organisieren. Verstanden. Nichts zu trinken und das, wo meine Wunde am Bein tierisch wehtut. Aber das soll mir noch büßen, dieser... Du scheinst Oberleutnant O'Brien ja nicht sonderlich zu mögen. Wo kommst du denn so plötzlich her? Was willst du? Oberstabsgefreiter Drakov. Du bist wegen der Gewalttätigkeit vor einigen Jahren unehrenhaft entlassen worden, nicht? Du hast deine Tage mit Glücksspiel und Trinken zugebracht. Was? Woher weißt du das alles? Aber durch die Zerstörung hat sich dein Leben grundlegend verändert. Du hast Waffen und den Kommandocode gestohlen und siehst plündernd umher. Für jemanden wie dich war die Zerstörung sicher ein Geschenk des Himmels. Ein Paradies, bis dieser O'Brien aufgetaucht ist. Genau so ist es. Wegen diesem Kerl bin ich jetzt in dieser Misere. Möchtest du dich an ihm rächen? Waffen und Versorgung überlasse ruhig mir. Wenn dein Lebensinhalt Unordnung und Zerstörung sind, dann bin ich der richtige Partner. Der Weg zum Seldgebirge führt hier vorbei. Ja, damit kommen wir wieder an diesem Dorf vorbei. Sicher sind die wieder genervt von uns. Schauen wir nur kurz, wie es ihnen geht. Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sie haben ein zu gutes Herz, Kommandeur. Sie kümmern sich um sie, obwohl man sie so mies behandelt hat. Ja, das war ärgerlich, aber sie deshalb einfach links liegen zu lassen. Wo sie so beleidigt haben? Meinetwegen hätten wir sie auch gerne ihrem Schicksal überlassen können. Naja, so weit muss man ja nicht gehen. Kommandeur, eine Nachricht. Wieder ein Gegner? Nein, jemand aus dem Dorf, in dem wir schon mal waren, möchte sie sprechen. Was der wohl will. So dass wir durch die Nachbeben unserer Häuser Nahrung verloren haben. Wenn ihr uns nicht helft, ist es aus mit uns. Ich bitte Sie, O'Brien, Sie müssen uns helfen. Ich will mich auch gerne für die Sache damals entschuldigen. Na gut, kommt mit uns. Wenn wir diese Anlage finden, wird das Essen auch für euch noch reichen. Anlage? Ja, richtig, Einzelheiten fragen Sie besser den Doktor. Wenn wir sie finden, dann hat jeder genug zu essen. Bis dahin müssen wir durchhalten. In Ordnung, das werde ich Ihnen nicht vergessen, O'Brien. Da wäre noch etwas. Wir haben schon einige Tage nichts mehr gegessen. Das ist in Ordnung. Wir haben zwar auch nicht sonderlich viel, aber... Dafür, dass er seit Tagen nichts gegessen haben will, ist er aber noch sehr fit. Was wollen Sie damit sagen? Was habt ihr denn auf dem Wagen, den ihr da mit euch führt? Dort sind doch nicht etwa Lebensmittel, oder? Das sind doch reichlich unhöflich. Wollen Sie damit sagen, ich lüge? Ich habe kein Wort davon gesagt, dass Sie ein Lügner wären. Sie. Feindlicher Angriff. Ihr Zivilisten, versteckt euch da hinten. Wenn wir überleben, können wir weiterreden. Das sind wieder diese Plünderer. Sie haben scheinbar überlebt. Dass sie aber bei dieser schlechten Sicht angreifen, ist eine neue Taktik. Alle Einheiten vorwärts, aber passt gut auf dabei. Ja, wir spielen wieder mit Lin. Hier gibt es Feuer, um diese Feuer herum ist die Sicht besser. Auf der anderen Seite des Sees scheinen feindliche Truppen zu sein.
Hier gibt es auch Fabriken. Nimmst du sie ein, kannst du produzieren. In die Taxi-Einheiten kannst du Infanterie und Bazookas laden. Naja, wir haben ab jetzt unsere T-Copter. Das macht das Ganze schon wesentlich einfacher. So. Einmal hier. Und damit du da oben nichts besetzt, schicken wir erstmal unseren B-Copter darauf. So. Okay. Die. So. Einmal hier entladen. Und. Ja, Moment mal. Das kann man. Das kann man so machen. Hier. So, ausnahmsweise haben wir mal richtig nützliche Späher heute. So, da hinten steht eine AT. Die Brücke ist frei. Da ist sein Hauptquartier. Okay. Und ich habe zwei Basen hier schon. Die wollen wir dann mal besetzen. ...3000 habe ich gerade. Okay, das lohnt sich noch nicht, jetzt was zu bauen. Da sparen wir lieber auf irgendwas Richtiges. Da sind wir wieder. Mein Kopf, ist das etwa das Zeug, das mir dieser Tipp gegeben hat? Obwohl das ist gar nicht so schlecht. Es verstärkt noch meinen Hass. Dieses Mal läuft das anders als letztes Mal. Ich bin wie neu geboren. Ich habe nichts von dem vergessen, was ihr mit mir gemacht habt. So. Dann besetzen wir einmal hier. Dann machen wir das da. Hat unser Kopf dann einen billigen Level-Up? Dann du kommst hierher. Du besetzt das Ding hier. Okay. Die Arti steht ziemlich günstig für ihn. Soll mich aber nicht daran hindern, hier irgendwas zu machen. Okay. Wir spielen ja hier im Kriegsnebel, also ist ein Leuchtpanzer heute mal gar nicht verkehrt. So, die Basen gehören uns. Dann können wir da hinten jetzt auch vorrücken. So. Ui, was steht denn da unten? Eine Missile. Okay. Ja, für den Fall, dass man dort mit Lufteinheiten versucht, an die Arti ranzukommen, kann ich mir schon denken. Eine Artillerie werde ich mal selber mir basteln. So. Jupp. Ab der nächsten Runde haben wir ein bisschen mehr Geld. Kurz überprüfen, ja, das reicht genau nicht mehr. Und da haben wir direkt das zweite Level.
Okay. Da war noch eine Einheit. Das heißt, wir bauen hier eine Infanterie und hier einen Speer. Den Speer benutzen wir hier mal kurz als Schild. 2,5 haben wir noch, das reicht nicht mehr. Okay. Ich kann dem Ding leider nicht zu nahe kommen. Einmal hier und nachher nehme ich ihm die beiden Städte da hinten noch ab. So. Einmal hier Infanterie, einmal da Infanterie. Und wir brauchen einen neuen Panzer. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber der hatte sehr wenig AP. Jupp. Ich würde sagen, das ist gut gegangen. Und mal 1, 2, 3. Also bis dahin kann ich gehen. Da hinten gerne mal ein bisschen was sehen. Okay, da stehen keine weiteren Einheiten. Das ist gut. Okay. Wollte nur schauen, ob da was steht. Wir holen uns jetzt erstmal Kopter auf Assrang. Du gehst da hin und wartest. Arti in Stellung. Zweite Einheit zum Besetzen Nachricht drücken. Panzer an die Front. Besetzen anfangen. Gehst auch mal davor, damit wir da ein bisschen was sehen. Okay, damit du das Besetzen nicht verhindern kannst, blockieren wir da mal den Pfad mit dem T-Copter. Und dann haben wir ihn gleich von zwei Seiten eingekreist. So, nochmal bitte eine L-Bombe hier rein. Okay,
Der ist sogar von dem Ding weggegangen. Ah, mein Panzer hat keine Muni mehr. Okay, da hinten so kommen ein Haufen Infanterieeinheiten. Infanterie kann man wunderschön mit Speeren aufhalten. Fand's für ihn und mehr für mich. So. Ich baue da oben einen Flakpanzer. Flak sind nämlich auch sehr effektiv gegen Infanterie. Ah. Sieh mal einer an, der hat da sogar einen Leuchtpanzer stehen. Immer schön die Arti beschützen. Ui. Er hat selber einen Flakpanzer da hinten. Muss ich hier direkt noch mit einem richtigen Panzer kommen. Beim Speer ist es mir nicht so wichtig, wenn der Ränker aufsteigt. Das soll lieber mehr Infanterieeinheiten kaputt machen. Gehst mal da runter und deckst Zeug auf. Weg mit dir. Dann einmal da drauf hauen. Bringt es nicht wirklich. Fangen wir lieber das Besetzen hier an. Leuchtpanzer nach vorne. Arti hier hinstellen. Wir brauchen mehr Panzer. Auf jeden Fall, dass es noch dazu kommt, dass wir da hinten das ganze, die ganze Gegend belagern müssen. Bauen wir auch mal noch eine Artillerie. Und du kannst dich wieder zurückziehen. Geschafft, mich am Besetzen zu hindern. Ja gut, geht im Kriegsnebel ein bisschen schwerer. Weil im Kriegsnebel siehst du nicht in gegnerische Städte rein. So. Kriegen wir halt eine Level 2 Infanterie. Kommt der schon hin? Nö, kommt er nicht. Okay. Wir verstecken unsere Einheiten jetzt.
T-Copter kommt da unten nicht ran. Ja gut, mehr als Light Tank versus Light Tank können wir hier eh nicht machen. Gegen sich selber sind die auch noch erstaunlich effektiv. Was größtenteils daran liegt, dass die Jungs nicht sonderlich viel aushalten. Wie lange ich heute noch streame, ich weiß es nicht. Ein Level... Also, ich bin mir ehrlich, eine Level 2 Bazooka bringt mir mehr als eine Ass-Infanterie. Der könnte nächste Runde den Flakpanzer da unten finishen. Wirklich weit komme ich damit gerade nicht. Muss weiter vorrücken. Der wird sich wahrscheinlich aus Hauptquartier zurückgezogen haben. Yep. In einem Mech. Also das bringt ja in dem Spiel leider gar nichts mehr. Oh, 12% ist mehr als ich vermutet habe. Na gut. Wir haben 10% Standardschaden. Und weil Veteranenrang 20% mehr. Bauen wir mal ein paar teure Sachen, ne? Ich meine, wenn wir jetzt schon Raketenwerfer bauen dürfen. Moment mal, ich kann meine... Nein, hat er eigentlich auch dort verstecken. Weg mit den Max. Die Flak hat er doch da unten gezogen, wenn ich mich recht erinnere. So. Dann wollen wir unseren Technik-Score noch ein bisschen aufpolieren.
Los, Leuchtpanzer, du schaffst das! Leuchtpanzer OP hat schon 2 Einheiten-Kills gemacht. 27% sollte reichen. Mal schauen. Okay, das waren sogar noch alle Einheiten. Das war erst der Anfang. Wir sehen uns wieder. Waffen habe ich noch bis zum Abwinken. Fürchtet meine Rache. Ich freue mich schon darauf. Feind geschlagen. Auftrag ausgeführt. Das letzte Mal hatten die Plünderer aber noch nicht so viele Waffen. Richtig, ist mir auch schleierhaft. Wir hatten sie alle vernichtet. Kommandeur, es sieht so aus, als sei der gegnerische Chor geflüchtet. Manche Gegner stellen sich sogar tot, nur um zu überleben. Komisch, ist mir nicht ganz geheuer, dass das so ausgeht. Aber gut, wir haben ja ein Ziel. Weiter geht's. Katlea, was ist? Bist du okay? Katlea? Du musst durchhalten. Das kann doch nicht. Ed? Warte hier, ich hole den Doktor. Hey, was hast du denn? Hey, ruf jemand den Doktor hierher. Oberleutnant. Die Symptome des Mädchens sind sehr wahrscheinlich dieser Parasitenblumenkrankheit. Ich habe sie erst einmal in meinem Behelfslabor isoliert. Sie darf nicht heraus. Für uns Erwachsene besteht keine Gefahr, aber Ed muss gut aufpassen. Gibt es eine Chance auf Heilung? Sie haben wirklich ein gutes Herz, O'Brien. Für eine Behandlung bräuchte ich aber ein spezielles Quarantänelabor. Kommandeur, ich hätte da eine Idee. Wirklich? Wenn die Kleine mit ihrem Atombunker für die Mächtigen richtig liegt, gibt es da bestimmt auch eine medizinische Einrichtung. Sie haben recht, das ist gut möglich. Wenn sie in so einem abgeschlossenen Bunker jemanden erkrankt, würden sich ja alle anstecken. Dagegen muss es irgendeine Einrichtung geben. Ein Grund mehr, um rasch dorthin zu kommen. Also auf geht's. Ed, was tust du hier so ganz allein? Ed, ich kann ja gut verstehen, dass du dir Sorgen um das Mädchen machst. Aber alles wird wieder gut, wenn du nur nicht aufgibst. Das ist es nicht. Kommandeur, ich habe mich gedrückt. Wie? Als ich diese Krankheit bemerkt habe, konnte ich mich nicht mehr Katlea nähern, weil ich nicht sterben wollte, weil ich mich nicht anstecken wollte. Dabei ging es Katlea wirklich schlecht und ich stand nur da und habe sie angestarrt. Ich konnte nicht. Ed, das war doch richtig, was du getan hast. Hättest du sie in den Arm genommen, wärst du jetzt auch krank. Aber, Kommandeur, sie hätten das bestimmt trotzdem getan, um zu helfen. Ich bin nicht so toll. Ich habe mich schon oft gedrückt, bin davon gelaufen. Kommandeur, sie? Und ich konnte so viel nicht helfen. Meine Leute sind wegen meiner Fehler elendig verreckt. Aber ich wusste es damals nicht besser. Man kann nur sein Bestes versuchen. So drücke ich mich täglich um die Verantwortung. Sonst könnte ich das alles nicht aushalten. Kommandeur. Bist du jetzt enttäuscht? Natürlich hätte ich gerne vor dir eine bessere Figur abgegeben. Aber so sehr ich mich auch gräme, meine toten Leuten kommen davon auch nicht zurück. Dieses Mädchen aber lebt, also hast du gar keinen Grund, dich zu grämen. Du kannst noch so viel für sie tun. Ich verstehe. Jetzt weine bloß nicht. Verstanden. Kapitel 9. Ja, ich würde sagen, ich glaube, 2 Missionen kriegen wir heute noch hin. Tor öffne dich. O'Brien, ich habe da ein komisches Gerücht gehört. Ihr sollt unter euren Zivilisten auch eine Kranke haben. Ja, das stimmt. Aber diese Krankheit befällt nur junge Menschen. Bei euch gibt es doch nur Erwachsene, oder?
Ach, du gehst ins Bett, Kenji. Ja, dann gute Nacht und schlaf schön. Darum geht es gar nicht. Wir sollten nicht auch noch eine Kranke mit durchschleppen. Wir sollten sie schleunigst loswerden. Nun halten Sie aber mal die Luft an. Wenn wir jeden gleich aufgeben würden, man kann es mit der Zusammengehörigkeit auch übertreiben. Mir ist doch egal, was aus diesem Mädchen wird, hm? Hören Sie mir mal gut zu. Ich werde niemanden aufgeben, weder euch noch Ed noch Katlea. Wenn Ihnen das nicht passt, können Sie sich ja einen alleine durchschlagen. Sie mit Ihrer Weichherzigkeit. Dann machen Sie aber auch für alles Weitere verantwortlich. Doktor, wie geht es Katlea? Ich will da nichts vor dir beschönigen. Sie ist in keinem guten Zustand. Je eher wir Medikamente haben, desto besser. Könnte ich sie einmal sehen? Nein, du darfst nicht zu ihr. Ich habe es dir doch schon erklärt. In deinem Alter ist die Ansteckungsgefahr am größten. Du kannst sie nicht sehen. Aber wenn wir erstmal im Bunker sind, kann ich sie sehr wahrscheinlich behandeln. Bis dahin musst du dich gedulden. Du willst doch nicht auch krank werden, oder? Das ist mir gleich, auch wenn ich die gleiche Krankheit wie Katlea bekomme. Wenn ich sie jetzt nicht sehen kann, werde ich mich vielleicht nie mehr entschuldigen können. Lieber krank werden, als das zu ertragen. Dir mag das ja egal sein, aber denke dabei auch an sie. Wieso? Eigentlich ist das vertraulich, aber ich habe ein bisschen mit ihr gesprochen. Ihr geht es zwar schlecht, aber schlimmer für sie ist es, dass sie euch zur Last fällt. Sie meinte, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie damals gestorben wäre. Das ist doch... Und doch gibt sie nicht auf. Sie erträgt diese Krankheit mit viel Geduld. Die anderen mit dieser Krankheit wollten alle, dass ich sie davon erlöse. Und weißt du, warum sie sich nicht nach dem Tod sehnt? Weil du ihr das Leben gerettet hast. Sie glaubt auch, dass sie die Krankheit übersteht, solange sie nicht aufgibt. Sie ist eigentlich wie ein frisch geschlüpftes Küken. Du bist der Erste, der sie nach ihrem Gedächtnisverlust gesehen hat. Deswegen vertraut sie dir. Deshalb darfst du auch jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Das werde ich nicht, Doktor. Das ist recht. Du kannst sie zwar nicht direkt treffen, aber durch eine Wand könnt ihr miteinander reden. Wirklich? Aber nicht zu lange. Das ist der Weg, der ins Zeltgebirge führt. Allerdings stehen da Einheiten. Wahrscheinlich wieder die Plünderer. Sieht so aus, als lauerten sie auf uns. Wir sind wohl nicht wirklich beliebt. Also vorwärts, lass es krachen. O'Brien, gute Nachrichten. An diesem Ort gibt es bereits einen benutzbaren Flughafen. Hier können wir jederzeit Lufteinheiten produzieren. Verstanden, das wird ein Kampf mit Luft- und Landeinheiten. Eine normale Basis habe ich hier aber, glaube ich, nicht. Ich habe nur den Flughafen. Das heißt, ich sollte aufpassen, dass meine Infanterieeinheiten nicht sterben, weil die sonst nichts mehr besetzen können. So, okay. Dann wollen wir mal der guten alten Reihenfolge nach vorgehen. Immer erst das kaputt schießen, was meine Flieger runterschießen kann. Okay, die Kopter da oben... Die zwei da oben sind nicht gesichert. Also eigentlich die drei, wenn man hier von oben rangeht. Das heißt, die drei Kopter da oben könnte ich wegmachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Okay. Eine Panzerabwehrkanone hat nichts gegen Bomber. Ich benutze die Dinger bloß zu selten, deswegen weiß ich nicht genau, was die können. Ja, ich weiß, was die Jäger können. Mit dem Jäger schieße ich erstmal einen Flieger ab. Das sind 75. Na gut, ich greife erstmal den Flieger hier an. Ist erstmal wichtiger, dass alles weg ist, was meine Flieger runterschießen können. Die einzige Flak, die sie haben, ist die da unten. Die muss ich wegbomben. So.
So, jetzt da hinten. Die Missile da ist von der Flak mehr oder weniger geschützt. Das heißt, die Missile kann ich erstmal nicht rausnehmen. Das heißt, ich greife alles an, was außerhalb der Missile steht. Was nicht allzu viel ist. Aber ich komme hier ran. Okay, den Jagdpanzer hier kriege ich auch weg. Die gegnerischen Panzer und Kopter interessieren mich jetzt nicht wirklich. Ja, das hatte ich gerade vor. Nachdem wir ja jetzt unsere Bauwägen haben. Okay, die Panzerabwehrkanone da hinten ist auch nicht gesichert. Das sind Luftgefechte, darin bin ich mehr oder weniger Experte. 7000 habe ich, das reicht für gar nichts. Außer einem T-Heli, der mir nicht wirklich viel bringt. Was tue ich? Und wo kommen die ganzen Waffen? Woher kommen die ganzen Waffen? Naja, egal. Wenn ich damit den Feind platt machen kann. Okay. Wait a moment. Das kriegen wir doch. '85, das heißt, dann machen wir knapp 90 damit. Das gefällt mir schon besser. Das war jetzt aber ein sehr, sehr knapper. Okay. Und bei der Missile sollte ich trotzdem noch aus der Reichweite draußen bleiben. Dann holen wir uns mal wieder Level-Ups für unsere Bomber. Sobald die feindlichen Flugeinheiten raus sind. Können wir hier auch ein bisschen mehr machen. So, jetzt habe ich einen Mini-Flughafen. Seid ihr ja. Wir haben schon sehnsüchtig auf euch gewartet. Wieso stellt ihr euch uns in den Weg? Aus dem Weg, Katlea, geht es immer schlechter. Wer ist das? Irgendein Weibsbild? Geht mich nicht an. Wie kann so einer überhaupt das Kommando haben? Sie sind einfach nur grausam. Dass ich nicht lache, will dieser Bengel in meinem Krieg mitreden. Pass mal auf, Krieg ist immer grausam. Das habe ich auf dem Schlachtfeld gelernt. Was verstehst du schon? Ich werde dir zeigen, was ich meine. Von allen Einheiten, die er mir jetzt angreifen hätte können, entscheidet er sich dafür, tatsächlich den Jäger anzugreifen. Interessante Wahl.
Flachs sind aus dem Weg. Und der Jäger kriegt ein Ass. Lieber erstmal hier anschießen. Okay. Mit meinen beiden Jägern kann ich jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Mit den Fliegern kann ich zumindest noch die Bodentruppen ein bisschen traktieren. Ich sollte dabei allerdings hauptsächlich auf die gehen, die ich mit den Fliegern auch wirklich beschädigen kann. Machen wir da unten im Besetzen weiter. Wenn der da auch noch aus dem Weg ist, hat er nichts mehr da, was meine Flieger runterschießen kann. Mit Kopter muss ich noch von Panzerabwehrkanonen ein bisschen aufpassen. Die haben eine Reichweite von 1 bis 3, ne? 1, 2, 3, ja. Und wieder ein Ass. Einmal hier wegbomben, bevor sich der da hinten vollständig repariert hat. Bomben wir den lieber auch noch weg. Dann hat der jetzt ein Ass. So, von seinem Flughafen da hinten hat er sowieso nicht wirklich viel. Sogar fast gereicht. Okay, zwei Munition. Auch noch zwei Munition, ja gut. Ich habe jede Runde mit den beiden geschossen. Dann kriegt der jetzt auch noch sein Ass. Na gut.
Der Ass-Rang macht hier jetzt schon wieder ein bisschen was aus. 20% mehr Schaden merkt man halt dann doch. Prozent auf dem Anti-Tank, wie viel sind das? 20%. Das ist jetzt zwar wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber... Wow. Nicht gedacht, dass der den gleich auf 8 runterschießt. Ich spare wieder auf eine Bombe. Ein bisschen Benzin. Oh, der hat keine Munition mehr. Der auch nicht. Dafür kann man jetzt die Mini-Flughäfen benutzen. Man kann da zwar keine Einheiten bauen, aber dafür seine Einheiten wieder schön Benzin und Munition auffrischen lassen. Ein bisschen MG-Feuer kriegt irgendwann den Panzer kaputt. Pass auf, Bengel. Ich werde dir noch zeigen, was richtiger Krieg ist. So. Wir sind da. Hier ist die Stelle, von der Katlea gesprochen hat. Wahnsinn. Es gibt diesen Bunker also tatsächlich. Unser mysteriöses Mädchen hat also die Wahrheit gesagt. Jetzt müssen wir nur noch dieses Tor aufmachen und schon sind wir drin. Sieht ziemlich massiv aus. Willkommen in der Festung. Bitte geben Sie den Code ein. Sie haben noch 2 Versuche, danach wird dieses Tor blockiert. Bei meiner Befugnis werde ich das Tor sicherlich nicht aufbekommen. Wie die Sie das sieht mit Ihnen aus, Kommandeur? Viel Hoffnung habe ich nicht, aber ich versuch's. Oberleutnant O'Brien von der 12. Unabhängigen Truppe, Code 08481-24390. Code wurde nicht erkannt. Unter einem Stabsoffizier geht da wohl nichts. Vielleicht hätte ich mich doch mehr um meine Karriere kümmern sollen. Da ist nicht viel zu machen. Da müssen wir uns wohl auf den Kopf schlagen. Und das, obwohl wir es bis hierher geschafft haben, dann muss es doch irgendwas geben. Wenn wir nicht bald reinkommen, wird Katlea...
Wer könnte das wohl aufbekommen? Ein Stabsoffizier, ein General oder ein hohes Tier aus der Regierung? Der Präsident zum Beispiel. Leider befindet sich unter meinen Bekannten kein Präsident. Wir werden auch nicht auf die Schnelle einen auftreiben können. Wir könnten ja von 0000000 an alle durchprobieren. Das bringt nichts. Wenn wir nicht genau die passende Zahl haben, blockiert die Erkennung. Was ich auch sage, es ist verkehrt. Das geht doch nicht gegen Sie persönlich. Aber realistisch gesehen werden wir das Tor nicht entriegeln können. Wir können noch genau einmal einen 10-stelligen Zahlencode eingeben. Wir können dann nur auf ein Wunder hoffen, dass es der richtige war. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 Milliarden zu 1. In einer Geschichte mit mir als Held würde das bestimmt klappen. Aber besser, wir versuchen es, als dass wir abziehen, ihn ohne es versucht zu haben. 10 Ziffern? 10 Ziffern? Warte mal, wenn das so ist... Was hast du? 96938-72914. Was ist das für eine Zahl? Was hat es damit auf sich? Nein, ich dachte nur, jedenfalls könnte es gut sein, dass es mit dieser Zahl funktioniert. Okay, dann versuch dein Glück. Große Chancen haben wir ohnehin nicht. Richtig. Willkommen in der Festung. Bitte geben Sie den Code ein. Sie haben noch einen Versuch, danach wird dieses Tor blockiert. 96938-72914. Code wurde erkannt. Schloss wird entriegelt. Ich glaub's nicht. Das gibt's doch nicht. Du erstaunst mich. Du Kleiner, entweder bist du ein Ratemeister oder ein heimlicher Sohn des Präsidenten. Nein, nein, es ist ganz einfach. Diese Zahl hat Katlea vor sich hingemurmelt. Wir sind darauf gekommen, als wir überlegt haben, an welche Wörter sie sich noch erinnert. Schon wieder sie. Sie ist wirklich ein höchst mysteriöser Engel. Eine Verwandte von jemandem aus unserer Regierung. Wäre ja eine gute Erklärung, aber ich weiß nicht recht. Was soll's. Jetzt, wo wir es doch geschafft haben. Bleibt die Frage, ob in dieser Anlage auch Medizin für unser Mädchen ist. Ich gehe zur Nachttour zurück und hole Katlea hierher. Warte, du darfst zu der Patientin keinen Kontakt haben. Überlass das mir, dann überbringe ich auch gleich den Zivilisten die gute Nachricht. Ein paar Soldaten werden sie begleiten. Es sieht zwar im Moment ruhig aus, aber man weiß ja nie. Meine Späher sehen sich mal genau im Bunker um. Ed, kommst du mit mir? In Ordnung. So. Na dann, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Sind wir ja schon weit genug gekommen, haben fast die halbe Kampagne schon durch. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir es fertig. Das nächste Mal habe ich auch nicht vorher noch einen Mystery Dungeon fertig zu spielen. Aber gut. Dann, also ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal schon fertig kriege oder nicht. Da ist immer noch diese Sache mit der letzten Mission. Na gut. Na dann. Machen wir mal das hier. Klappe zu. Und nachdem wahrscheinlich jetzt auch niemand mehr zusieht. Ich gehe zumindest stark davon aus, aber ich schaue mal nochmal nach. Na gut. Nö, da ist niemand mehr da. Dann beende ich jetzt den Stream. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut.